Und damit moin moin und herzlich willkommen zu Hardcore Colonization am Sonntagnachmittag. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Und das Equipment ist alles noch so eingestellt, wie es soll. Ich habe es nämlich die ganze Woche nicht geschafft, mal dazu zu kommen, wirklich einen Stream einzuhalten auch. Erstmal sorry dafür. Das war leider aufgrund von Arbeit nicht so gegeben, wie ich mir das selber auch gewünscht hätte. Aber jetzt ist ja Sonntag. Ich hoffe, ihr habt eure Woche gut durch. Ich habe meine auch soweit durch und ich sage erstmal Hallo an den Neo Kerman, an den Mickey, an den Yin, an den TJ, an Senfsoße, an Freedom Naht, an Leminox, an den Axol, den Pryos, Kusalexa, Etienne und Charabel Pablone. Hallo, schön, dass ihr es einrichten konntet. Wir machen heute da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Nämlich, wenn ich mich recht entsinne, haben wir die Touris mehr oder weniger unfallfrei auf den Minmus abgeliefert. Und wir müssen die jetzt, glaube ich, mit der Basis noch verbinden. Meine ich zumindest. Oder ich habe das als allerletztes getan, aber wir könnten sicherheitshalber nachgucken. Von daher starten wir einfach mal. Und es gibt wie immer leckeren Kaffee. Ich hoffe, bei euch auch. Und vielleicht ein Stück Kuchen dazu. Wie gesagt, das entfällt bei mir leider aufgrund von Reden. Minmus Space Alpha. Minmus Tourist 6 Capacity. Aha. Okay. Warum ist die Minmus Space erst so kurz gelandet? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal sicherheitshalber nachgucken. Okay, also da starten wir heute. Dann wird in wenigen Minuten, glaube ich, was ist unter einer Stunde schon, wird das Shuttle noch ankommen? Das legendäre Landefernumpark, man, überhaupt schon legendär ist, weiß ich nicht. Und ihr müsst mir mal sagen, ob im Stream alles okay ist, weil ich bekomme ganz viel verworfene Frames angezeigt. Aber vielleicht ist auch alles super. Ich hatte das schon ein paar Mal, also bisher waren es. Ah, ich wollte gerade sagen, so, warum steht denn das separat? Aber es steht direkt neben der Basis. Ha, mit einem großen Trommelwirbel gestartet. Alles klar, also hat sich bewahrheitet, dass wir noch nicht die Verbindung geschaffen haben. Das muss also noch. Das heißt, wir müssen uns jetzt gleich mal den Ingenieur raussuchen. Kleine Nachlader. Ich hoffe, wenn das schlimmer wird, sagt mir bitte mal Bescheid im Chat. Sehr deutlich. Dann muss ich gegebenenfalls den Stream nochmal durchstarten, wenn es unerträglich wird. Also sagt gerne Bescheid. Das ist nicht so gewollt. So, da ist unser Ingenieur. Genau, was wir jetzt nur schnell machen, ist eigentlich eine Verbindung herstellen zwischen der Basis, also wahrscheinlich diesem Böbel da, und unserem Raumschiff. Wie ihr seht, kann man hier mittlerweile nachts auch echt gut arbeiten. Guckt euch mal an, wie schön hell das ist. Achso, ist gar nicht nachts. Wartet. Woran erkennt man, dass es nicht nachts ist? Da dran. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Es ist überhaupt nicht nachts. Es ist faszinierenderweise relativ dunkel für nachts. Für tagsüber. Irgendwas stimmt nicht. Es ist wahrscheinlich noch sehr früh am Morgen oder sowas. Na gut. Fast nachts. So. Fast nachts. Okay, das war jetzt auch ungewollt. So, jetzt machen wir doch mal die Verbindung start. Klar, da sind auch schon zwei passende Connector-Ports. Die werden wir jetzt einfach dafür benutzen. Und dann war es das nämlich auch schon. Dann müsste eigentlich auf unserer Missionsuhr für die Touristik die Uhr laufen. Also die Uhr von wegen Missionszeit und so. So, habe ich da jetzt noch einen Böbel dran? Ja, theoretisch schon, ne? Ja, da ist noch einer dran. Das heißt, ich könnte eigentlich mal probieren, einfach mit dem vorhandenen Anschluss direkt eine Verbindung zu schaffen an unser klitzekleines Raumschiff, dem wir dann vielleicht mal einen neuen Antrieb spendieren sollten. So. Zack. Und angebaut. So, das war's nämlich schon.
Hast du was verpasst oder ging es gerade erst los? Wir haben gerade angefangen vor ein paar Minuten und ihr könnt sowas auch immer mit dem wunderschönen Begriff Ausrufezeichen Uptime beim Bot abfragen. Dann sagt euch der Bot nämlich, wie lange der Stream gegebenenfalls schon läuft. Und ihr wisst, wie viel ihr schon verpasst habt. So, aber heute sind es tatsächlich nur ein paar Minuten. Baba, jetzt gucken wir mal, dass das hier klappt. Hoffentlich. Das wäre schon ganz schön. Kann man das auch fliegenderweise machen? Ja, das ist ein bisschen einfacher. Vielleicht reicht die Entfernung ja. Abdeim. Moin Schnorpel. Genau. Genauso. Oh nein, das Millimeter fehlen uns. Warte mal. Es ist tatsächlich, guck mal, wenn ich hier noch einen Schritt rüber gehe. Oh, ich muss einen Port auf dieser Seite anbauen. Hier klappt das dann. Ja, gut mit dem Auge gemessen. Ah, das gibt's nicht, oder? Es ist echt 1 Millimeter zu weit weg. Okay. Wir müssen noch ungefähr, weiß ich nicht, wirklich Zentimeter an die Sache ran. Nur mal gucken, dass ich die richtige Richtung erwische. Das können wir vielleicht mit RCS machen. Mal gucken. Zack. Wenn da so ist, dann ist das die Richtung. Jawohl, okay. So, das ist hoffentlich der halbe Meter, den es gebraucht hat. Arf, nochmal. Ärgerlich. Ärgerlich. Da hat echt jetzt ein Schritt oder zwei gefehlt. Unabhängig von den Abteilen kann ja sein, dass du schon drei Kürbis rübergeschossen und ein Triebwerk zersägt hast. Nein, noch nicht. Zaubern kann auch ich nicht. Aber apropos, das erinnert mich daran, dass wir dringend die Alarmglocke offen halten sollten, weil da ein paar Sachen passieren. Da ist sie ja. Aber 5 Stunden haben wir noch. Okay. Gut, zweiter Anlauf. Jetzt müsste der Abstand passen, dass wir das verbinden können. Schwuppdiwupp. So. Haha, so sehr schön. Das war alles, was ich wollte. Sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich unsere Mission mit den... Ja gut, für dich gilt das natürlich nicht, aber für dich hier... Warum läuft die Uhr nicht? Also, wir sind Teil der Minmus Base Alpha. Passengers haben wir an Bord. Aber die Duration läuft nicht.
schieb die jetzt mal nach da oben rein. Mal gucken. Aber irgendwie. Irgendwie läuft die Zeit nicht. Touris kommen wohl doch nicht durch den Schlauch. Ich habe ja nie gesagt, dass sie die Station betreten dürfen. Das war nie Teil des Deals. Oder müssen die tatsächlich die Station betreten? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nur Probleme mit diesen Verträgen. Muss mal gucken, ob ich genug Schläuche hätte, um den die Möglichkeit zu bieten, tatsächlich angeschlossen zu werden. Aber eigentlich gelten wir jetzt als Teil der. Als Teil der Basis. Und guten Morgen oder hallo, moin an den Thorsten. Und freut mich, dass die Karte angekommen ist. Ich hoffe rechtzeitig. Ich habe es zumindest alles so angepeilt, dass wenn die Post kein Unding getrieben hat, müsste es auf den Tag genau angekommen sein. Aber das lässt sich natürlich immer ein bisschen schwer vorhersagen. So, ich guck mal, ob ich irgendwo noch so ein paar Ersatzschläuche habe. Das ist neu dazugekommen durch das Mod. Durch das Mod. Ship Manifest ist es. Genau, Ship Manifest. Dann machen die echte Crew-Transfers durch echte Tunnel, die wirklich funktionieren. Wäre natürlich schade, wenn das jetzt genau hier mein Problem wäre. Da ist schon mal nichts drin. Und ich jetzt erstmal irgendwo Schläuche bauen muss. Wie lange geht der Stream? Ungefähr 3 Stunden streame ich meistens. Also heute so bis ungefähr 18 Uhr. Meistens ein paar Minuten länger. Wenn es irgendwie dann einen total guten Punkt für einen Cut gibt, kann es auch mal ein paar Minuten weniger sein. Aber so in dem Dreh. Okay, da haben wir schon mal einen Teil. Das ist ja schon mal viel wert. So. Jetzt brauchen wir dafür aber noch ein zweites. So. Schauen wir mal, ob wir das alles irgendwie hinkriegen. Wäre natürlich echt blöd, wenn es daran liegt. Dann hätte ich mich ja schön selber verarscht. Ah, Gott sei Dank. Guck mal, wer 2 von diesen Röhren hat. Ich habe 2 von diesen Röhren. Oh, man kann die nur einzeln carrieren. Na gut. Dann weiß ich aber, wo ich noch eine holen kann. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir El Raumschiffo wahrscheinlich ein bisschen näher ranbekommen. Und zwar an das da. Denn hier ist ja auch nur so eine Säule und ich muss ja irgendwie einen echten Crew-Transfer ermöglichen. Das heißt, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie. Guppy, vielen lieben Dank für 4 Monate am Stück Subscription. Ein schönes kleines Dankeschön und nach 4 Monaten ja auch gar nicht mehr so klein. Von daher vielen lieben Dank und ganz viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Und an die Seekern-Liste kommst du mit Ausrufezeichen HKK2. Ihr könnt sonst den Bot, glaube ich, mit Ausrufezeichen, oh mein Gott, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel geschlafen heute. Mit Ausrufezeichen Command oder Commands könnt ihr ihn immer nach seinen verfügbaren Kommandos fragen. Da gibt er euch, glaube ich, eine Webseite, auf der er euch erzählt, was man so machen kann und was eben nicht. Gut, Enemenemu, raus bist du. Ich denke mal. Ich teste mal, wie weit wir ran müssen, bevor uns das Ding hier um die Ohren fliegt. Laufen Sie bitte dort entlang. Dankeschön.
Ich befürchte, das wird ähnlich sein wie die anderen Rohre da, aber ein bisschen Glück reicht es ja. Noch ist nicht rot. Okay, das ist erschreckend lang. Das sieht gut aus. Ich fliege jetzt mal dran vorbei, um zu gucken. Aber scheinbar kann man da tatsächlich eine echt lange Röhre daraus machen. Ja, super. Cool. Das ist doch schön. Dann machen wir das aus. Oh, nicht komplett aus, aber aus, aus. So. Dann muss ich gar nicht umparken. Dann brauche ich nur die Röhre holen. Ah, es gibt auch noch einen Button für Nightbot. Was es nicht alles gibt. So. Sehr schön, dann brauchen wir wahrscheinlich nicht mal umparken, sondern können einfach direkt einen Schlauch ins Kommandozentrum erschaffen. Und vom Kommandozentrum aus kann man natürlich alle wichtigen Teile dieser Basis besuchen. Wenn sie dann nicht anfangen zu zählen, dann werte ich das als Bug und lasse sie einfach 2 Tage hier und danach fliegen sie wieder nach Hause. Und es wird zu Recht gecheatet, da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Das ist dann ein Bug, das zählt dann nicht. Nicht als mein Fehler zumindest. So. Also, neue Zugangsröhre. Das ist echt cool, dass die so lang sind. Sehr, sehr cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Schön vorsichtig. Und hallo auch an den Hastur. Und natürlich auch an alle, die sonst noch später dazugekommen sind, denen ich noch nicht hallo gesagt habe, weil ich hier wild durch die Gegend jetpacke. Auch euch natürlich ein herzliches Willkommen und ganz viel Spaß beim Zugucken. Und wir bauen hier mal unsere Crew Hatch an. So, um den Touris die Möglichkeit zu geben. Total. Funktioniert das? Muss ich die höher anbauen? Na, mal sehen. Wir probieren es jetzt erstmal so. Ich meine, wenn ein Crew Manifest Crew Transfer möglich ist, dann müssten da auch die Touris durch können. Ja, jetzt. Nicht übertreiben. So, diese Richtung bitte. Mal gucken, ich bin mir nicht sicher, ob ich durch die Ringe und durch den Tank durchkomme. Deshalb kann es sein, dass wir eventuell die Geschichte ein bisschen weiter oben anbauen müssen. Wäre jetzt aber auch nicht ein Weltuntergang. Und Eyeborg 2000, vielen lieben Dank für dein Abo und herzlich willkommen und ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken. Du bist gerade live dabei, wie wir hier so 2 Touris abliefern, um ihn einen kleinen Ferienaufenthalt auf der Minmus-Station zu ermöglichen. Das machen wir aber natürlich nicht komplett, weil wir so nette Menschen sind, sondern weil die uns eine halbe Mille dafür versprochen haben. So, der Link steht schon mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal richtig gespannt. Oh ja, jetzt läuft die Zeit. Seht ihr das? Super. Sehr schön. Also, das ist sogar nur 2 Stunden. Das wird ein sehr kurzer Aufenthalt. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, dann haben wir hier noch Platz. Ich guck mal, wie viel Platz in dem Container ist. Dann schicken wir die aber aus Spielgründen auch wirklich mal rüber in die Basis. Wie viele wohnen hier schon drin? Magnus nur. Und das ist ein 4er-Container. Dann dürfen die jetzt auch wirklich mal in der Basis vorbeigucken. Transfer Crew, Ule darf. Dahin. So. Ja, verrückt, kaum macht man es richtig. Das könnte man so werten. Ja, aber es ist faszinierend zu sehen, dass er das auch tatsächlich so hart wertet. Ist ja gut. Also ich hätte jetzt Schiss gehabt, dass es jetzt auch nicht funktioniert. Ich kann das nachvollziehen, dass dieses kleine Rohr dann nicht gewertet wird. Aber finde ich cool, dass es dann tatsächlich funktioniert. Und dann schicken wir unseren Ingenieur auch noch wieder rein. So, hier läuft alles. Sobald ich an Bord gehe, müsste ich auch den geupdateten Timer kriegen. Das heißt, wir können uns dann mal um das Shuttle kümmern, während die hier ihren Aufenthalt genießen. Und wir müssen dann natürlich noch irgendwie. Ah, ja, das sollten wir schnell noch machen. Wir müssen irgendwie ein Reverse-Triebwerk, um die wieder nach Hause zu holen, basteln und herbringen. Das machen wir am besten gleich mal. Wie kann man vom Handy aus abonnieren? Also aus der Twitch-App. App, keine Ahnung. Vielleicht gar nicht.
Ich meine aber, das geht. Ich glaube, ich habe den Jack auch schon mal vom Handy abonniert. Ich glaube, irgendwo oben rechts in dem Bild oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist echt lange her. Aber ich meine, es geht irgendwie. Klick mal auf das Bild drauf und ich glaube, oben rechts kommt irgendwas mit abonnieren oder so. Ich meine. Aber ich kann es dir nicht versprechen, dass das die Antwort ist. Ach, unten rechts. Na gut. Es ist rechts auf jeden Fall. So, also die Zeit läuft langsam und gemächlich. Dann gehen wir jetzt mal zurück ins Space Center. Was wir jetzt kurz machen ist, eine ganz kleine Probe, Landedings, die muss eigentlich nur ein Triebwerk herbringen. Und damit ich das Triebwerk an den Touristentransporter anbauen kann, weil da habe ich es ein bisschen versaut, um es nett zu formulieren. Und die schicke ich jetzt schon mal auf den Weg, weil die braucht ja ein paar Tage, um nach Minmus zu kommen, damit das nicht so ewig lange dauert. Das Problem mit der Installation der HKK2-Mods und der Fallschirme, die nicht mehr im KSP angezeigt werden, das hatten viele mit 1.3.1. Das ist nämlich ein 1.3.1-bezogener Bug. Mit der 1.3.0er-Version passiert das nicht. Und ich meine, dass auch schon mal jemand einen Link gepostet hatte, wie man das fixen kann. Oder man benutzt die 1.3.0. So, kleiner Dropcore. Pa, 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 pa. Wir brauchen ein kleines Reaction Control Wheel. Wir brauchen einen kleinen Adapter. Bup, bup, bup. Und einen, den hier hatten wir dran. Den brauche ich als Ersatz. So, den transportiert er dann natürlich gleich direkt mal mit sich selbst. So, damit haben wir 3000. Viel zu viel Delta V auf jeden Fall. Damit können wir locker rüberfliegen und landen. Dann brauchen wir dafür noch eine einzelne Antenne. Zack. Und ich sag mal zwei Photovoltaikpanels. Und das Zeug baue ich drüben wieder auseinander. Dann haben wir auch wieder gleich ein paar mehr Material Kits und können vielleicht endlich mal das zweite Teil aufblasen. Das zweite Habitat. Das wäre ganz schön. So, das ist unsere Lieferung einfach. Start retracted. Das wird ausreichen. So, und Jonas, danke an das Hosting. Oder danke für das Hosting. Danke an das Hosting ist, glaube ich. Danke an dich für das Hosting. Macht, glaube ich, totally mehr Sinn, das so zu formulieren. So, und dann werden wir jetzt hier gar keinen großen Budenzauber machen, sondern wir machen hier tatsächlich einmal Swivel drunter. Zack. So. Achso, ja, die Antenne könnte man vielleicht noch ein bisschen aus dem Luftstrom rausnehmen, aber. Und eine Startrakete. Das erste Mal seit Ewigkeiten, glaube ich, dass wir wieder eine kleine Rakete bauen. Mach doch gleich eine Versorgungsrakete mit einem Materialcontainer, wo du Triebwerk reinpacken kannst und aber auch noch was zum Einlagern hast. Ja, nö. Ich habe so viel Zeug zum Einlagern, das ist mir im Moment. Ich mache dann eine Extra-Mission, wenn mal irgendwas gebraucht wird. Das macht es jetzt nur unnötig komplex und zieht es unnötig in die Länge. Weil ich will jetzt tatsächlich ja nur den Kram hier abliefern. Und das kann gerne in einem Schwung passieren. So, 139, zack. Da will ich jetzt nicht viel Zeit drauf vergeben. Ich möchte mich gerne mit den anderen Themen vorwärts kommen. So, und das ist einfach nur die Triebwerk-Probe. Probe. So. Hm.
Und das sollte dann eigentlich auch schon tun für unsere Zwecke. Es hat Strom. Man könnte noch eine kleine Batterie dazwischen bauen als Lektion aus früheren Flügen. Sowas wie, hey, wenn ich im Dunkeln bin, ist es nicht gut, wenn ich nur 10 Einheiten Strom speichern kann oder irgendwie so. Sehr schön, dann passt das nämlich. Und dann kommen hier noch die ollen Launch Stability Enhancer dran. Und dann können wir das auch schon starten. Da haben wir hier irgendwie wilde 6000 Delta V. Das sollte locker reichen, um zu Minmus zu fliegen und da zu landen. Zack. Starten wir das schnell und dann kann sich das auf den Weg machen. Und dann kommt Shuttle Time. Große Shuttle Time. Also andocken an der Raumstation und unsere Gäste abholen für das Shuttle, nämlich den Winterkörmen und wer war das noch? Irgendwer war noch dabei wegen krankheitsbedingtem Austausch. Wenn wir mal nachgucken. Gut, jetzt aber erstmal fliegen. Fliegen tun wir damit und los geht's. Ich mache jetzt gar kein großes Getue. Sollte eigentlich auf der unteren Stufe durch die. Hallo, 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 hallo. Nicht rumtanzen. Achso, SRS können wir mal anmachen, ne? Sollte durch die Flügel ganz gut funktionieren. Man hätte natürlich SRS einfach mal am Anfang anschalten können. Dann wäre das nicht so ein Riesengetue gewesen wie jetzt. Naja. Wird von der Richtung her halt ein bisschen doof jetzt. Aber ich probiere mal das Ganze in 90 Grad rüber zu ziehen. Flach. Komm. Komm, hoch mit der Nase. Nicht meine beste Rakete. So ist das, wenn man Sachen zu schnell machen will. Jetzt mit Triebwerk, das lenken kann. Ah, und völliger Kontrollverlust. Hey. Ah, nein. Ich hoffe, die kommt noch rum. Ja, sieht gut aus. Irgendwie alles ein bisschen zu tief. Ah, Gott. Was ein Kampf. Okay, ignoriert diese Rakete bitte. Die war tatsächlich. Wow. 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 Völliges Versagen. So, jetzt haben wir zumindest mal die richtige Richtung. Ja, so ist das, wenn man sich ein Fairing und alles spart und vernünftiges Triebwerk. Dann startet man die Rakete meistens noch ein zweites Mal. Sagen die Delta V. Die Delta V sagen, wird ganz schön knapp. Ach, das ist super nervig. Die kann ich eigentlich auch gleich stoppen, die Rakete. Ja, damit wollen wir nicht weiterfliegen. Okay, lassen wir das einfach mal so, wie es ist. Zack. Oh, jetzt kann ich nicht abbrechen, ne? Ja, ich lasse das jetzt kurz runterfliegen. So, jetzt aber erstmal, Lee, Discovery vielen lieben Dank. Oh nominal Gott, oh Omega, Ohms Gott, one oh not Gott, oh required. Gott. Ja, ich sehe, ich muss öfter mal Raketen abstürzen lassen. Also, vielen lieben Dank an Senfsoße für den vierten Monat in Folge mit deinem Abo. Vielen lieben Dank. Und an Scharabelpablone natürlich auch für das neue Abo. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und dann natürlich noch an den Cherofire für seine 100 Bits. Und last but not least auch nochmal an den Jonas123 für seine Subscription. Vielen lieben Dank. So, und wir bauen jetzt eine Rakete mal kurz in vernünftig, weil das war ganz offensichtlich eine Scheißidee, es so schlecht zu machen. Und hat es auch wieder Reputation gekostet, was einfach eigentlich nicht sein muss. Da ärgere ich mich jetzt gerade selber drüber, dass ich es so hinstümpern wollte. Weil das irgendwie klar war, dass das dann nicht sauber funktioniert, wenn man es so lausig macht. Na? Lasst euch das eine Lektion sein, macht das nicht so wie ich. Macht das vernünftig. So. Tipp, 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 tipp. Gut,
Machen wir es nochmal in ordentlich. Also ich glaube, da oben dran gibt es prinzipiell nicht viel dran zu meckern. Das ist eine ordentliche kleine Probe. Mit der kann man ordentlich fliegen und wahrscheinlich auch ordentlich landen. So. Und dann machen wir da einen Stick-Decoupler ran. Bis hierhin war das nämlich auch nicht allzu falsch. Und packen das Ganze dann einfach in ein sauberes Payload-Fairing rein. Das machen wir tatsächlich eine Kategorie größer. Wenn Stümperei bezahlt wird, ist das dann Politik? Das weiß ich nicht. Nicht zwingend. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Dann machen wir hier ein kleines Transfertriebwerk. So. Auch nochmal ein paar Delta V. Und dann kommt hier ein ordentlicher Decoupler dazwischen. Und wir nehmen uns eine große, vernünftige Rakete. Mit ordentlich Gimbal und ordentlich Flossen. So, 1,07. Da kommt gleich noch ein Booster, paar Booster ran. So, Delta V sind mehr als genug, ist aber auch nicht so wild. Den Treibstoff können wir auf Minmus verwerten. Genauso wie die ganzen Bauteile. So sieht das auch alles ein bisschen stromlinienförmiger aus. So, dann machen wir da jetzt brav unsere Steuerungsflossen ran. Stellen unser Fairing sauber ein und dann gibt es noch eine Runde Booster für den ersten Startmoment, damit wir auf ein bisschen sinnvollere Thrust Weight kommen. Die ist jetzt bei 117, das sollte eigentlich passen. Die brauchen auch kein Hütchen für den Anfang. Entschuldigung, jetzt ist sie bei 202. Das ist fast ein bisschen hoch sogar schon wieder. Die können wir also ein bisschen runternehmen. So, dann packen wir den doch noch Hütchen drauf. Gut, dann wird das geautostrattet und dann kommen da wieder die Startbeinchen ran. So, gut, das sollte jetzt insgesamt einen etwas smootheren Start erlauben. Zack, die weg, zack, dieses Triebwerk, zack, dieses Triebwerk, Fairing auf, anderes Triebwerk, jawohl. So, ja, wer an der falschen Stelle spart, macht's eben zweimal. Und nein, es geht nicht nach Joule. Das war jetzt einfach nur, um es schnell durchbauen zu können, trotz allem. Und der Treibstoff wird ja nicht schlecht. Im Gegenteil. Damit können wir unsere Touristenfähre vielleicht tatsächlich kurz refuelen. Wir müssen die Kiste ja relativ nah dran, oder ich möchte sie relativ nah dran, landen, damit ich das mit dem Triebwerksumbau relativ easy peasy machen kann. So, diesmal auch SAS einfach mal an vom Start an. Das macht wahrscheinlich auch vieles einfacher. So, und dann gehen wir direkt mal in Richtung unseres tatsächlichen Prograde, den wir später haben wollen, nämlich 90 Grad und eiern nicht irgendwo in der Gegend rum. Und siehe da, schon fliegt es fast so, wie es fliegen soll. Oder relativ exakt so, wie es fliegen soll. Nämlich in einem wunderschönen Bogen in Richtung Orbit. Auf 90 Grad Richtung. Sehr schön. So hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Gut, kurzen Moment noch, bis unsere Booster durch sind. Dann machen wir mit dem Haupttriebwerk weiter. Geschwindigkeit ist relativ hoch. Aber Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle functions. okay, vielen lieben Dank für 500 Bits. Hier schaltet sich jemand so langsam die ganzen Stufen frei mit all den sich leicht ändernden Anzeigen, je nachdem, welche Mengen man da reinwirft. Ja, vielen lieben Dank, Cherofire, für die 500 Bits. Und ich hoffe nicht, dass ich 500 Versuche brauche, um Himmels Willen. Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn es 500 Versuche wären. Dann muss ich deine Bits nämlich in Ingame-Währung umwandeln. Um mir noch Raketenbauteile kaufen zu können. Nein, ich glaube, dass mit der Rakete hier ganz gut klappen wird. Delta V sehen auch gigantisch gut aus. Damit kommen wir noch ziemlich weit, zum Beispiel mindestens bis nach Joule. Und ich nehme an, wir kriegen gleich auch die ersten Hitzeeffekte auf der Rakete. Mal schauen.
Ja, da kommen sie auch. Gut, das heißt für mich jetzt mal ein bisschen Druck rausnehmen, dass wir hier nicht ganz so. So hässlich unterwegs sind. So, Vertical Speed ist okay. Wir kriegen auch langsam Höhe rein. Ah, alles wird gut. Und wir sind ja immer noch auf der ersten Stage. Also auf der ersten Stage ohne Booster. Wo habe ich die ganzen Funksprüche her? Ihr müsst einfach mal ein bisschen auf der NASA-Seite rumgucken. Auf der NASA-Seite findet man ganz, ganz viele Sachen zu allen möglichen Missionen. Da habe ich auch damals für das Apollo 11-Video die kompletten Audioaufzeichnungen der kompletten Apollo 11-Mission gefunden. Alles im MP3-Format. Das muss man ihnen lassen, da sind sie sehr gründlich von bis. Wenn es mal einen Funkspruch gab, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man mit ausreichend Geduld und Gucken auf der NASA-Website tatsächlich eine Aufzeichnung davon finden kann. Ja, auf der NASA-Seite. Verrückt, wie kommt man nur darauf, auf der NASA-Seite nach den NASA-Funksprüchen zu suchen? Ja, genau. Das ist, aber manchmal denkt man einfach nicht an den einfachsten Weg, Knie. Also wenn es dir irgendwie hilft, ich habe solche Aussetzer auch und manchmal denkt man einfach nicht an den einfachen Weg. Ich meine, ihr bekommt ja immer live mit, wenn ich nicht an den einfachen Weg denke. Und ich bin jetzt auf 80er APO, das heißt, ich mache jetzt mal aus und mache das Fairing schon mal auf. B-b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 -
So, und dann machen wir noch eine kleine Korrektur dieses Manövers in ein paar Minuten. Drei klingt doch ganz vernünftig. Auf eine. Zack, auf eine Höhe, dass wir relativ gut über der Basis lang kommen. Ja, ein bisschen noch. Ja, 42 Kilometer Höhe ist auch nicht ganz so wild. Sieht gut aus. So, lassen wir es erstmal. Die kleine Korrektur wird jetzt noch geflogen und dann gehen wir rüber zum Shuttle und bringen das Shuttle sicher in die Hände unserer Station, unserer Raumstation und machen ein schönes Docking. Haben die Kerbals Nachwirkungen der unsanften Landung? Also die Touris sind vielleicht noch ein bisschen geschockt. Unsere Piloten eher nicht so. Ich glaube, die haben das im Training genauso geübt. Also, denen geht's soweit gut. Die dürfen auch, das ist der Deal, die dürfen dafür statt 2 Stunden auch ein paar Tage auf Minmus bleiben, um sich zu erholen. Das heißt, wir sind da gar nicht so, wir sind da sehr kulant. Wir sind da sehr kulant als Raumfahrtagentur. So. Gut, und wir müssen uns jetzt mal ein Manöver speichern in 7 Tagen. Also die kriegen jetzt eine komplette Woche Urlaub geschenkt. Dafür, dass ich sie so unsanft gelandet habe. In der Zeit liefern wir dann mal ihr neues Triebwerk an. Hust, hust. Und Hallöchen auch an den lieben Emo-Jack. So. Gut, dann haben wir das. Und dann können wir uns jetzt nämlich irgendwo hier. Müsste im Vorbeiflug. Ah, da ist es ja. Da können wir direkt zur Viper 1 schalten. Dem wohl schönsten Transfer-Shuttle, seit ich Transfer-Shuttles gebaut habe. Das ist also das erste genau genommen. Ach ja. Und wie ihr seht, mit dem Subgoal. Naja, wir haben ja noch 5 Tage. Nee, warte, 4 Tage November. Naja, ich möchte jetzt euch schon mal langsam darauf vorbereiten, dass das mit dem Subgoal eventuell knapp nicht funktionieren könnte. Harte Landung, neues Triebwerk. Ich habe in der letzten Folge das Touristengefährt etwas härter aufgesetzt, Jack. Und dabei das Triebwerk zerstört. Habe es dann in einer epischen Rettungsmission natürlich mit Ersatztriebwerken, die für Minmus ausreichen, zumindest versorgt, um sie an die Basis ranzubekommen. Die Touris sind jetzt an der Basis, da wo sie eigentlich auch hin sollten. Naja, und jetzt habe ich ihnen ein neues Triebwerk geschickt, damit ich sie in 7 Tagen dann auch von Minmus zurück nach Hause bringen kann. Das schönste Shuttle ist so, wie ich bin der beste Botaniker auf diesem Planeten. Ja, eine sehr schöne Marsianer-Referenz. Wir sollten die Resubs mitzählen. Ja, das Ding zählt tatsächlich nur neue Subs. Dann wäre es wahrscheinlich kein Stress gewesen. Resubs waren echt viele mit dabei. Das stimmt. Muss ich mal gucken, ob es dafür auch einen Zähler gibt. Oder ich staple einfach ein bisschen tiefer im nächsten Monat. So, hier seht ihr unser Touristenshuttle. Und das ist übrigens unterwegs in Richtung. Jetzt machen wir kurz den Zeitraffer noch ein bisschen hoch. Ein urtypisches Hinwintern. Naja, ich fand es gar nicht so knapp. Es war klar, dass ich es eh schaffen werde. So. Spielst du ohne Live-Support-Mods? Nein, ich spiele definitiv mit Live-Support. Und zwar mit USI Live-Support. Das ist quasi alles, was du von Tech Live-Support kennst, ist hier in Supplies zusammengefasst. Strom gibt's auch. Und dann gibt's noch Habitation. Das heißt, wenn du die zu lange in eine Can einsperrst, dann werden die irgendwann wahnsinnig und sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr und machen einen auf Tourist. Genau. So, wir gehen auf Focus Minmus, hoffe ich. Jawohl. So, und wir kommen hier vorbeigeasselt. In einer doch. Habe ich irgendein Manöver verpasst bei dem Shuttle? So war vor 7 Tagen ungefähr. Kann das sein? Wer macht denn sowas? Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Ich muss dran denken, die Sachen auch wirklich einzuspeichern, ne? So, jetzt muss ich noch mal gucken. Die Raumstation kreist in, dass ich auch hier auf die richtige Seite gehe.
In diese Richtung, oder? Die fährt so lang. Ja, das heißt, ich muss nach links rüber. Okay. Ah, schöner Scheiß. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hier werden schon die Abos verschenkt. Was ist los? Ich glaube, der kann sich nie selber bedanken. Aber danke, Cherofire, dass du nie ein Abo geschenkt hast. Da freut er sich bestimmt, hoffe ich zumindest.